Wie heißen Sie? Cairo Sweet. Ich bin Mr. Miller. Ich nehme an, Sie haben diese Liste bereits bekommen. Ich habe sie schon alle gelesen. Aber da stehen 12 Bücher auf der Liste. Ich hab's drauf. Was ist das, Erwachsensein? Ich bin 18 und sitze fest in der Einöde von Tennessee. Haben Sie keine Angst, allein durch den Wald zu laufen? Ich bin das Gefährlichste da drin. Ich möchte, dass Sie eine Kurzgeschichte schreiben, im Stil Ihres Lieblingsautoren. Sie bieten mir eine Sonderbehandlung an, Mr. Miller? Ja, Sie ist Johns Sprungbrett in die Transzendenz. Ist sie hübsch? Sie ist talentiert. Verdammt, noch schlimmer. Worüber schreibst du? Ich bin uninspiriert. Ich habe noch nichts vollbracht. Bring ihn dazu, dich zu lieben. Sie öffnete ihren Mund, um etwas zu sagen. Doch ihre Lippen gaben die Wörter nicht frei. Warum haben Sie das geschrieben? Das ist unangemessen. Ich sollte über das schreiben, was ich kenne. Schreiben Sie das neu, sonst fallen Sie durch. Wir werden ja sehen. Es ist, als hätte er bisher in einer grauen Welt gelebt und du bist das Erste, das er in Farbe sieht. Du bist der Erwachsene hier. Übernimm Verantwortung. Du bist meine Schülerin und ich dein Lehrer. Das ist alles. Wenn sie überzeugen kann, dass zwischen uns was lief, könnte ich meinen Job verlieren. Du kannst noch viel mehr verlieren. Du wirst dein Leben zerstören. In ihren eigenen Worten. Wie fing es an? Oha, ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass so eine Chemie zwischen Jenna Ortega und Martin Freeman bestehen könnte. Nach diesem Trailer liegt schon diese Spannung in der Luft. Die Frage nach der Wahrheit, die Ausstattung sieht gut aus, die Lichtsetzung, die Songwahl ist gut und der Schnitt darauf. Und damit war es der Trailer zu Miller's Girl, den der Studio-Kanal ab dem 14. März diesen Jahres in die deutschen Kinos bringen. Tragikomödie, Drama, vielleicht auch ein bisschen Komödie drin. Und Jenna Ortega spielt hier Cairo Sweet. Eine junge, begabte Schriftstellerin und die trifft auf ihren Lehrer Jonathan Miller, bekommt die Aufgabe, etwas zu schreiben, aber was sie schreibt, scheint dann doch zu speziell, explizit, gefährlich zu sein. Und dann stellt sich die Frage von Perspektiven, aber auch eine gemeinsame kreative Reise und Odyssee, die einen düsteren Charakter bekommt zwischen diesen beiden. Und da muss ich sagen, sind die Töne dazwischen richtig gut und der Trailer erzählt mir nicht zu viel, aber das grundsätzliche Problem, dass vielleicht sich jemand falsch dargestellt fühlt und das gefährlich ist, und zwar im eigenen gesamten Leben. Und ich habe Martin Freeman ehrlicherweise irgendwie auch in so einem Part der so eine starke Präsenz mitbringt und irgendwie auf so eine andere persönliche Art bisher noch nicht gesehen. Da ist die Kombination mit Jenna Ortega eine, wo ich sage, bin ich gespannt, find den Trailer gut. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer, zu Miller's Girl? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Kino.